Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich sage guten Morgen, weil es 0 Uhr ist. Ich wollte es noch schnell fertig machen. Und zwar, dies ist der Teil, also die Playlist, das ist der Anfang jetzt hier der Playlist, wo es um das Thema Grundwissen Bahn geht. Hier das Buch dazu und das ist von Europa Lehrmittel. Und mich hat jemand gebeten, weil das Buch, ich habe es ja selber jetzt schon an etlichen Stellen durchgelesen, ist ein bisschen seltsam zu verstehen, wenn man Grundwissen nicht hat. Es soll zwar Grundwissen vermitteln, aber das scheint manchmal wirklich nicht so leicht zu sein. Und ich kann das als Lehrer nachvollziehen. Apropos Lehrer, ich bin Lehrer für Mathe und Physik, allerdings auch Ingenieur. In diesem Fall nicht für die Bahn, aber die hat es mir früher auch mit angetan, sodass ich mich öfter im Betrieb damit auseinanderzusetzen hatte. Gut, das kurz dazu. Ich sage noch gleich was zu meiner Person, aber es geht um Folgendes. Ich zeige euch mal, wie das mit dem Videos geht, die ich hier zu verfassen werde. Es werden mehrere sein. Ich habe also hier das Oberthema Bremsen. Das wird sich nicht ändern im Moment für die nächste Zeit. Hier habe ich die Seite von 208 bis 209. Es ist praktisch eine Einführung. Wie gehe ich mit den Videos um? Wie funktionieren Links und so weiter und wie habe ich Links gekennzeichnet und so weiter und so fort. Und ich zeige auch mal ganz schnell, das auch anhand des Energieerhaltungssatzes. Gut, das bis dahin. Und jetzt gehen wir gleich mal voll rein. Also das ist mein Kanal. Auf diesem Kanal werdet ihr in den Playlists immer verschiedene, unterschiedlichste Themen finden. Also es geht um CO2-Lüge sogar oder um Corona und Co. Aber das ist nicht das Wichtigste. Es sind 1300 Videos alleine in Mathe und Physik drin, aber auch medizinische Physik, Chemie, Bio und Sport. Es ist also ein wahres Sammelsurium. Und auch hier unter diesen Playlists erscheint dann eure Playlist, also die für das Grundwissen Bahn. Gut, gleich anhand des ersten Videos zeige ich schon diese praktische Einführung und ich gehe mal auf Folgendes. Ich lande auf Seite 208 hier und hier gibt es so verschiedene Dinge. Also wir müssen Bremsen ausgestattet sein, also sie müssen am Ende eines Raumabstandes rechtzeitig zum Halten kommen, die Züge und so weiter. Was? Hier ist Raumabstand blau unterstrichen. Wenn ich das blau markiere, dann steckt, man sieht es auch anhand des Cursors, dahinter ein Link. Gehen wir mal drauf. Und hier verlinke ich, das ist nicht von mir in diesem Fall, aber sehr schön erklärt und warum soll ich alles 10-mal machen? Hier ist auch Fahren im Raumabstand mit erklärt und dann kann ich mich da durchscrollen und kann mir das angucken, wie das funktioniert mit dem Raumabstand, was das ist und so weiter und so fort. Ne, solche Dinge alle. Also, das war der eine Link dazu. Dann hat natürlich, gibt es weitere Betriebsanforderungen, wo ich im Moment jetzt nicht drauf eingehe, das aber vielleicht später tue. Und wenn ich etwas rot unterstreiche, dann sollte man sich mit den nächsten Sätzen oder Satzteilen zusammen, sich auseinandersetzen. Und zwar so gemeint gestaucht wird ein Zug dann, da muss ich nicht alles lesen, dann kann ich auch sagen, dies tritt insbesondere bei langen Zügen mit Druckluftbremsen auf. Was also wichtig ist, habe ich mit angezeichnet und fertig. Also die wichtigen Dinge dabei. Wenn ich nicht weiß, was gestaucht ist, dann muss ich natürlich den ganzen Satz lesen. Zerrung im Zug entsteht und so weiter, es könnte sein, dass der Zug zerreißt. Solche Dinge alle, ne? Die hängen damit zusammen. Und auch jetzt ist wieder was blau und zwar der Energieerhaltungssatz. Und in diesem Fall verlinke ich auf Videos in Physik, die ich schon gemacht habe. Warum soll ich das jetzt 10-mal erklären? Und hier, man sieht es wieder am Cursor, der wird zur Hand in diesem Fall. Ja, ich habe mich eben selber reden lassen, damit das mal kurz klar ist. Und ich zeige das auch anhand von kleinen Beispielen, wie das funktioniert. Ich habe aber auch Versuche dabei. Ich habe auch die verschiedenen Varianten der Energieerhaltung und so weiter und so fort. Also mit elektrischer Energie in chemische Energie, mit mechanischer Energie in Wärmeenergie und so weiter. Und dass das alles eigentlich ganz leicht ist, das bestätigen auch meine Schüler und Studenten. Gut. So, wie gesagt, ihr könnt euch dann hier noch weiterhin austoben, aber wem das zum Beispiel an diesen Videos jetzt nicht ganz klar ist, der guckt weiter. Ansonsten geht man dann zurück im eigentlichen Video und dann geht es eben hier, kommen dann Erklärungen zu den anderen Themen und so weiter und so fort. Also hier habe ich zum Beispiel das nochmal als wichtig angemerkt und ich werde es dann später in den anderen Videos auch erklären. Also wie man sowas ausrechnet anhand von Beispielen, dazu mache ich dann aber diesen Rahmen blau. Ich hoffe, das hat als Einführung erstmal geholfen. Wie gesagt, ich gehe ganz geradeaus,
was dieses Buch angeht. Also wenn dann Seite 208 abgehandelt ist, in diesem Fall war es ja nur die Seite 208 und 209, dann kommt auf jeden Fall danach die Seite 209 bis 212 meinetwegen dran. Also ich werde nicht den grundsätzlichen Ablauf in diesem Buch irgendwie verlassen, aber immer wieder Links zu, also zu ergänzenden Themen, sodass das eigentlich ganz einfach wird. Bis jetzt hat es immer geklappt. Warum soll es bei euch nicht auch klappen? Die Mediziner sind zufrieden, die Berufsschüler sind zufrieden und ich glaube, hier haben wir auch einige Berufsschüler dabei, aber auch Umschüler und so weiter und so fort. Die Bahn sucht Leute. Wenn ich euch was empfehlen kann, ja, dann macht das, ne? Macht's gut, aber macht was. Also, bis dahin, alle guten Wünsche und jetzt hier in Abständen kommt dann immer wieder noch mehr. Ich habe jetzt zum Schluss gequatscht, weil dann hier entsprechende Symbole noch erscheinen, wie ihr mich abonnieren könnt oder welche Themen dann weiterführen. Im Moment führt nichts weiter. Ihr könnt mich bestenfalls abonnieren, mehr nicht. Gut, das für heute. Wie gesagt, alle guten Wünsche, auch fürs Wochenende und dann geht es schon bald weiter. Bis dann, tschüss.